So. Hallo. Hi. Du bist der Patrick. Genau. Ja, heute sind wir ein bisschen nicht ganz so in der Metal-Szene. Ja. Sondern ein bisschen einen Fuß raus. Synthwave, ja. Richtig, Synthwave ist, was du jetzt machst. Voll. Deine Band ist Power Nerd. Genau. Sehr cool. Also ich bin ein großer Fan, ich war schon öfters dabei. Cool. Taugt mir immer sehr. Für alle, die nicht wissen, was Synthwave ist. Ich würde sagen, das ist so Musik, wie man sich die 80er vorstellt. Ja, das ist eine Interpretation der 80er, aber mit neuen Mitteln. Genau, das ist eigentlich eine sehr gute Zusammenfassung. Ja, voll. Ja, aber das Lustige ist, wenn ich richtig erforscht habe, hast du ja doch auch ein bisschen ein Metal-Hintergrund. Kommt das an, wenn man das... Sick of Silence war die Band, oder? Genau, aber das war ja... Hardcore. Genau, und das war genau die Zeit, also das war um 2000, wo Hardcore sich mit Metal fusioniert hat. Und wir waren von meinem Feeling her noch ein bisschen davor, das war so mit Refused. Und da war irgendwie Hardcore Punk. Punk-Hardcore, und das ist dann immer metaliger geworden. Und dann hat aber Sick of Silence sich aufgelöst. Mhm. Und wir haben ja vor kurzem auf einem Metal-Festival gespielt und das war so Progressive Metal. Richtig. Und das war eigentlich so, für mich war das alles Metalcore. Damals hat das Metalcore irgendwie geheißen. Ja, verstehe. Und aber so meine Hardcore-Zeit, das war noch wenig Metal vom Approach her. Das ist witzig. Das hat sich ja mittlerweile total vermischt. Oder ist zu einem geworden, das ist spannend. Ja, die ganzen Genres sind ja immer ein bisschen flüssig und definieren sich alle paar Jahre neu. Ja, was cool ist. Richtig. Kurz so noch zu deinem musikalen Werdegang, nur damit ich alles richtig habe. Danach ist es ja weg vom Hardcore und eher die ruhigere, kann man sagen, Rock, Surf? Ja, so 60s. 60s, ja. Trash, Garage. Okay. Mit den Staggers. Mhm. Genau. Genau, und dann irgendwie immer elektronischer. Genau, dann habe ich die Elektronik entdeckt für mich. Eher so ganz klassisch über Daft Punk. Und okay. Das hat sich dann alles so ergeben. Mhm. Sehr cool. Ja. Weil, wie lang ist Power Nerd jetzt schon ein Ding? Wie lange machst du das jetzt schon? Ich glaube, das sind jetzt 3 Jahre. 3 Jahre? 3, 4 Jahre. Genau. Okay. Weil was du gesagt hast, es war vielleicht noch ein bisschen vor dem Metal, aber ich denke, das wirst du auch sicherlich kennen. Es ist an sich lustig, weil oft Musiker doch irgendwie genretreu bleiben oder nicht so sehr... einen so großen Schritt machen? Ja, ich weiß es nicht. Für mich sind Genres, ich check das oft nicht, wenn ich Genres dann sprenge in dem Sinn. Also für mich ist das gar keine bewusste Entscheidung oder irgendwas, was ich absichtlich tue, aber es ist einfach so, es ist passiert, also in meinem Fall, jetzt auch mit Power Nerd, Synthwave, dass das jetzt ins Metalige geht, ist hauptsächlich, glaube ich, dass wir jetzt den Win als Sänger haben. Der hat es dann sehr durch seinen Gesang in eine Metal-Richtung, geht das jetzt. Und das war aber keine bewusste Entscheidung, dass man gesagt hat, wir machen jetzt Metal, sondern wir nehmen jetzt einen Sänger. Und da war immer so der Grundgedanke, dass man jemanden nimmt, der over the top ist. Ja, das ist das ist super gelungen mit dem Wind. Ja. Und das ist halt sehr geil, weil das es halt wirklich so macht, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Also das 80er-Gesang. Muss halt so sein, finde ich. Ja. Nein, es ist, ich finde es auch sehr spannend, weil eigentlich kann man schon fast sagen, eine 80s Hair Metal Erscheinung ist. Ja, ja, voll. Das ist aber gut. So. Und das mit dem Backdrop von ähnlich wie Daft Punk die Roboter, die für die Musik verantwortlich sind. Genau. Da kann man schon irgendwie sagen, da bricht man mit Konventionen. Ja, wie gesagt, das ist eine Intention, es passiert anscheinend. Ja. Es passiert einfach, Und cool, wenn es funktioniert, aber es ist halt, man weiß es nicht. Okay, also für dich war es nie wirklich eine bewusste Entscheidung, ich mache jetzt das oder ich entscheide mich jetzt eher in die Richtung zu gehen? Nicht von der musikalischen Richtung her. Sicher sind es bewusste Entscheidungen, wenn man sagt, man will einen Sänger. Ja, okay, ja, klar. Aber nicht jetzt, dass man jetzt, okay, wir brechen jetzt dieses Genre auf und machen das und das nicht. Okay.
Aber ich denke mal, du hast schon Sachen mitgenommen von den unterschiedlichsten Bands, wo du gespielt hast. Klar. Also jetzt das Ding, warum Synthwave ist das, dass das, glaube ich, eine der wenigen elektronischen Musikrichtungen ist, wo man Gitarre reinbringen kann, ohne dass es total seltsam ist. Mhm. Und so bin ich auch zum Synthwave gekommen, weil ich habe mal so zufällig eine 80er-Jahre-Nummer gemacht, mit Gitarren und elektronisch halt, und das ist auf Soundcloud dann relativ gut gegangen und dann habe ich mich da halt reingefuchst. Das ist halt so entstanden, weil das halt einfach die Sachen sind, die ich so kann ein bisschen. Also Gitarre spielen, Elektronik und es geht bei Synthwave halt gut. Ja, und wie du schon angesprochen hast, man kann schön Sachen kombinieren, die in den 80ern irgendwie vorgekommen sind. Und da gibt es halt den schönen Metals, also den Metal-Solisten, der da... Genau, das sind Solos erlaubt. Ja. Ja, weil das ist in anderen Musikrichtungen, unter anderem in Metal-Subgenres ja nicht so der Fall. Ja, Metal. Aber jetzt, wo wir schon bei Powernerd sind, es ist ja schon eine richtige Erscheinung, wenn ihr auf der Bühne steht. Es ist eine Show. Hoffentlich. Ja, es ist schon viel Show dabei, ja. Also ja, aber ab wann wird für dich ein Konzert richtig zu einer Show? Und statt nur mehr, ich stehe jetzt auf der Bühne und spiele halt was. Beides kann beides sein, glaube ich. Also wichtig finde ich ist, dass eine Show oder ein Konzert halt mich unterhaltet. Mhm. Und meine Aufmerksamkeitsspanne ist ja durch Internet und Computer relativ gesunken und Serien gucken. Und da finde ich, muss man halt mehr Reize jetzt setzen, als wie vielleicht vor ein paar Jahren noch. Also man muss mit allen Sinnen im besten Fall eine Show machen, ein Konzert geben, dass die Leute interessiert sind. So stelle ich mir das halt vor. Andererseits kann man auch, wenn man jetzt das super cooler Musiker ist, auch mit nur Gitarre allein unterhaltend sein. Für mich ist das Interessante halt einfach so eine, oder meine Vorstellung von einer coolen Show, die ich machen will, ist halt einfach so ein Gesamtpackage. Mhm. Wie ist das eigentlich generell so im Synthwave? Ist es da eher üblich, also ich kenne zum Beispiel Acts, wo einer steht und seinen Laptop normal, hat, das ist eher das Übliche, nicht? Ja, also, okay, weil ich denke mal oft sind das eher Solo-Projekte oder ist es das sind Producer, die dann halt auch live spielen und dann halt mit Laptop meistens, was auch cool ist und was einfach oft auch viel einfacher ist. Wir haben einen riesen Aufwand mit dem Ganzen, mit Visuals und Live und Soundcheck etc. Das fällt dort dann halt weg. Ja, na sicher. Ja. Das ist, da kommst und du hast einen Verteiler für deine Signale. Und ja, das macht es einfacher. Na, weil stimmt, ihr habt ja wirklich ein Projektor dabei für Visuals, die Visuals synchronisiert sind. Ja, das ist halt alles ausgecheckt im Endeffekt, alles MIDI synchronisiert, das ist ganz wichtig. Ja. Ja, Production Value, das macht schon einiges her. Mhm. Aber du selber und die anderen Musiker, ihr seid ja quasi verkleidet. Also man sieht euch nicht als Person, sondern eher als anonymes. Ist das, macht das für dich einen Unterschied, wenn du so auf der Bühne stehst? Ändert sich da was für dich? Nein, ich glaube nicht. Also du würdest ohne deinen Helm genauso dastehen, genauso performen? Ja. Okay. Es ist nur so, der Hintergedanke hinter dem ist, dass ich möchte das so gut wie es geht rausnehmen. Ich möchte einfach und da sind wir wieder bei dem Package, ich möchte einfach ein schlüssiges, oder ich stelle mir das cooler vor, jetzt da Leute, die alle gleich ausschauen, mit Masken und so, das habe ich schon im Hardcore cool gefunden, ist mir so uniformiert. Irgendwie, mir taugt es, wenn eine Band irgendwie nicht irgendwie ausschaut. Genau. Also einfach nicht so mit dem Straßengewand, sondern halt einfach eine Einheit, eine schlüssige Einheit irgendwie abbildet. Und das war mit Powernerd so einfach noch weiter gedacht, dass man einfach mit Masken sind, sodass die Personen, die Individuen dahinter total verschwinden, weil das finde ich für mich persönlich nicht interessant. Also ich finde es cooler, wenn man einfach sich so auf die Musik konzentrieren kann und auf das Bild, dass es da ein schlüssiges Bild gibt. Und das ist halt, finde ich, mit Masken und so Anzügen cooler. Ja, also... Aber das ist halt mein Geschmack. Irgendwie. Ja. Nein, ich kann's auch schon wertschätzen. Und ich denke, es gibt ja einige Bands, die es immer wieder machen, wo man auch sieht, dass Fans es sehr mögen. Es ist mittlerweile, glaube ich, 50-50. Es gibt Bands mit Masken und Bands ohne. Also das ist einfach, glaube ich, Geschmackssache. Für mich ist cooler mit Maske in dem Projekt.
Ja. Okay. Genau, und ist es, muss man es so sehen, dass, dass weil durch das ihr verkleidet seid und euer Sänger nicht, ja. Schiebt sie ihn so absichtlich etwas mehr in den Vordergrund? Ja, oder? Das ist so der Mittelpunkt. Okay. Ja. Okay. Weil das haben wir schon gemerkt, ohne Sänger, dass wir halt kein Frontman haben. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen mal mit einem Frontman. Und deswegen ist er absichtlich, er ist ja auch wirklich ein Frontman. Er, ja, ja, ja. Er ist ja auch, er steht ja nicht still und singt, sondern er hüpft herum wild mit langen Haaren. Und das ist schon cool, finde ich, der Kontrast auch. Mhm. Das ist schon absichtlich, dass er dann wirklich der Typ ist, den die Leute anschauen und wir sind so die Maschinen, ja, im Hintergrund, ja, 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 so werkeln und, mhm, und die Musik. Ja, auf jeden Fall, ich muss auf jeden Fall sagen, es gelingt euch sehr gut, eine schlüssige Show, ja, aufzubauen. Ist so zu hören. Das für mich als Fotograf auch sehr, sehr gut ist. Ich, mhm, habe euch ja schon ein paar Mal fotografiert, mhm, wo, muss ich ehrlich gestehen, eines meiner absoluten Lieblingskonzertfotos ist, ja, wo du, da hast du noch, ich glaube jetzt hast du mittlerweile ein etwas anderes Setup, aber da hast du, ja, noch so einen schönen alten CRT-Monitor gehabt. Ah ja, der große Monitor. Ja, und da hat einfach das Licht genau gestimmt und man sieht einen Roboter, wie er mit Gitarre vor dem alten, ja, Computer steht, während die Musik passiert. Mhm. Das ist schon sehr cool. Also ich glaube, fürs Publikum macht es schon was her. Ja, ja, wenn man es versteht oder wenn es ein cooles Bild ist, ist es super. Ja. Ja. Ja, und das bringt mich dann eh schon zu meinem nächsten Punkt, mhm, nämlich diese Computer. Mhm. Das ist ja nicht das erste Ding, was du mehr oder weniger selber zusammengebaut hast, um dir zu helfen. Was hast du noch so alles selber zusammengestückelt? Es wird immer Ärger mit mir. Also PowerNerd ist ja eigentlich so, den Namen hat schon vorher gegeben für, eben das beschreibt mich ganz gut, weil ich halt gern herumbaue und jetzt habe ich mir so getan, Synthesizer kauft und da tue ich halt herumlöten wild und das ist halt so das taugt mir, das ist so mein Hobby neben der Musik, mhm, ist einfach so Geräte zu bauen und jetzt mein neues Live-Gerät ist halt so ein Mac Classic Gehäuse, mhm, und da sind aber zwei Mac Minis drin und ein iPad ist vorne und das ist halt so ein All-in-One-Gerät mit Audio-Interfaces 2 und das ist quasi so aufgebaut, ich schalte es an von außen, schaut aus wie ein Mac Classic, aber es ist eigentlich ein Mac Mini drin. Und falls der irgendwie kaputt wird, kann ich auf den anderen umschalten, der auch drin ist. Vernünftig. Also, so Dinge baue ich und das, mhm, macht mir Spaß. Und das ist halt das Nerd. Ja. Und da rennt mehr oder weniger eure gesamte Live-Show? Naja, da sind die Backing-Tracks und die MIDI-Geschichten quasi. Also von dem Computer habe ich Synths, außer die ich mit der Gitarre spiele. Dann kommt Live-Gitarre, Live-Schlagzeug, Live-Gesang, mhm, nochmal Gitarre. Und mit dem tue ich aber so Program-Changes senden, also das heißt, die Sounds schalten um beim Schlagzeuger und beim Gitarristen und bei mir. Das ist quasi die Zentrale, aber, mhm, wir machen schon eigentlich relativ viel live. Ja, ja, na, es sind, richtig. Es sind schon auch wieder viele Playbacks drin, aber wir haben die Teile, die wir, also wir spielen jedes Lied, die Sachen live, die wir halt live spielen. Gitarre, ja, ist immer live. Ja, ich glaube, das macht auch einiges her, wenn man eben, mhm, so eine Musik, wo man schnell einmal als Publikum erwartet, ja, da kommt jetzt einer und der drückt Leertaste auf sein MacBook. Das mache ich schon auch, aber wir spielen halt dazu. Ja. Und das ist halt so live wie möglich, ohne dass es dann halt diesen elektronischen Charakter verliert, weil irgendwann bist dann halt eine Band und wir, mhm, sind halt so genauso dazwischen, finde ich, mhm, mit Liveband und Backing-Tracks. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Weil, ja, es ist halt nicht das was man so schnell einmal erwartet. Und das ist eben, ja, ein großes Plus. Wo ich noch ganz kurz darauf zurückkommen will, das, mhm, Progressive Metal Festival, wo ihr wart. Mhm. Wie war da, also waren da Leute im Publikum, die euch kannten oder wart ihr neu für alle? Das, also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, das war ziemlich ein Mist. Wir waren so quasi der Late-Night-Act, mhm, so Ausschmeißerpartie und die Leute, das waren ein paar sehr betrunkene Menschen, die das nicht gecheckt haben. Mhm. Mhm. Und das kommt halt auch vor, dass die Leute nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen, was halt anscheinend schon sehr strange wirkt. Mhm. Und auf diesem Progressive Metal Festival war die ganze Zeit so Metalcore. Ja.
Zeug, irgendwie so alle Sachen, und dann sind wir gekommen und die Leute haben das irgendwie ganz komisch aufgenommen, so auf Bad Taste. Es war relativ strange, dort zu spielen, weil die Leute es irgendwie nicht so aufgefasst haben, wie wir das irgendwie uns denken. Mhm. Und ihr wart eigentlich die einzige Band, die so weit vom Rest vom Line-Up waren. Okay. Schade. Ja, das passiert auch, es ist seltsam. Also, ja, dass man das nicht so versteht, wie es gedacht ist, aber... Ja, eigentlich war es kurz und bündig. So viel habe ich nicht mehr, aber eine schöne Abschlussfrage ist vielleicht noch, was hast du in deiner musikalischen Karriere gelernt und was würdest du Leute mitgeben wollen? Also Leute jetzt eher in der Metal-Szene oder Musiker generell. Was, in was für einer Hinsicht mitgeben? Also was für Tipps hast du für generell? Ich glaube, das Wichtigste für mich ist, von Zeit zu Zeit zu hinterfragen, warum man das alles macht. Mhm. Weil ich dazu tendiere, das sehr ernst zu nehmen und da auch oft ein bisschen die Freude an der Musik zu verlieren. Und da, dass man sich immer wieder mal hinterfragt, warum will ich das überhaupt, warum mache ich das? Mhm. Und dass man halt schaut, dass man dann halt sich wieder resettet und zu dem Punkt, dass einem das alles Spaß macht. Ja. Weil das ist das Wichtigste. Also man macht es ja nicht einfach, ich weiß nicht, warum man es macht, aber es ist einfach so ein bei mir ist es so eine Leidenschaft halt einfach. Mhm. Und die mache ich auch, wenn ich jetzt gerade keine Freude habe oder wenn ich keinen Erfolg damit habe. Mhm. Ich mache es aber trotzdem. Und dann muss ich mir immer hinterfragen, warum mache ich das jetzt überhaupt, wenn es mich nervt. Und dann muss ich mich wieder so resetten und sagen, es ist eigentlich, weil ich Musik urgern habe, was mir Freude macht. Genau. Also, also kurz gesagt, ist Erfolg natürlich schön, aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Erfolg ist super cool, aber wenn man nicht so viel Erfolg hat, wie man will, oder wenn das, was man reinsteckt in die Musik, nicht gleich zurückkommt, das ist dann die Momente, wo man sich dann fragt, warum überhaupt. Und genau, ja. Ja, da muss man dann sich überlegen, warum man es macht. Genau, das ist gut. Man muss immer selbst reflektieren, denke ich. Mhm. Gut, ganz zum Schluss noch, was steht an? Was kommt noch? Wir spielen in Darmstadt jetzt, okay. Ich glaube am 25. mit Magic Sword. Mhm. Und unser Album kommt jetzt bald mal raus auf Laserdiscs. Stimmt, ihr habt ein neues, ist es wirklich ein Label oder nur Vertrieb oder wie? Label. Genau, okay. Das ist ein super Label, so ein Synthwave-Label, spezielles, also das wirklich Synthwave released. Genau, und das kommt, das Release-Datum ist noch nicht jetzt festgesetzt, aber bald, das Album ist fertig, passt alles. Genau. Wie viel kann man verraten, wie viele Tracks? Oder ist das noch? Ich glaube, es sind 8 oder 9. Okay. Das ist ein Album. Ja. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt. Ja. Gibt es dann auch eine, also ich schätze mal, dann gibt es weitere Shows. Genau, da schauen wir dann Release-Party unterstützen. Gibt es dann auch ein neues Setup, eine Änderung in eurer Live-Show, oder ist es einfach eine inkrementelle Evolution? Das ist schön gesagt, das Zweite. Ich kann das Wort jetzt nicht aussprechen. Wir tun uns ja nicht ganz neu erfinden, sondern arbeiten immer weiter und verfeinern das. Mhm. Mhm. Ich bin schon gespannt. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Danke. Und für jeden, der es noch nicht kennt, hört es mal rein. Power Nerd. Es gibt alles von ruhige, chillige Parts, wo man fast schon sagen kann, French Electro. Ja, also French House. Mhm. Bis halt die richtigen, shreddigen Gitarren-Solos aus den 80ern. Voll. Cool. Danke. Passt.